Willkommen zurück zu Rogue Legacy. Beim letzten Mal habe ich mich ja relativ doof angestellt. Hier, Lady Charlotte ist glatzköpfig, Sir Gowda ist gar nichts und Lady Stephanie ist stereoblind. Sie kann nicht in 3D sehen. Sie ist ein Magier. Eine Magier hatten wir noch gar nicht. Ist auch eigentlich nicht der Rede wert, aber ich zeige ihn euch trotzdem. Ich rüste mal die anderen Sachen aus, weil ihr seht schon, weil man mehr macht, dann wird ja auch das Schloss ein bisschen erweitert. Deswegen muss das sein. Weil dann kriegen wir auch neue Sachen zum Kaufen. Und traurig wie immer, dass wir hier nichts kaufen können. Zack. Erstmal wieder alles von der Einrichtung kaputt hauen. Hier möchte ich euch mal was zeigen. Ja, jetzt habe ich jetzt in einem sehr, sehr unguten Moment gefroren, aber es hat trotzdem gepasst. Ich muss hier, mit den Sachen muss ich erstmal wieder klarkommen. Das habe ich jetzt wahrscheinlich schon versaut. Ja. Okay. Sir Gowda, Lady Theresa oder Lady Stephanie, die zweite. Nehmen wir den kleinen Sir Gowda. Er ist klein und... Oh Gott. Er ist weitsichtig. Ja, ihr seht schon. Um ihn herum kann er nicht viel sehen, aber in der Weite sieht er ganz klar. Vorteil ist, Magier haben viel Mana und wie ihr seht, Barbaren haben sehr, sehr viel Leben. Während Paladine sehr auf Angriff getrimmt sind. Das sind so die Startklassen. Später werden noch weitere hinzukommen. Dazu aber mehr, wenn es soweit ist. Und ich habe das Gefühl, der haut ein bisschen langsam zu. Wow. Das gibt eindeutig zu viele von euch Jungs. Zack. So, wir haben 20 Gold einkassiert, aber es reicht noch nicht. Ah. Und verdammt. Na komm schon. Das Bild sieht ja relativ normal aus. Ich finde, das kann man bei Bildern immer so ein bisschen schwer erkennen und ich finde es auch ein bisschen anstrengend mit dem weitsichtig, aber muss halt jeder selber erfahren. Ich muss sagen, die Barbaren sind eh die Klasse, von der ich sagen kann, für die ersten Runs sind sie eigentlich die besten, weil sie am meisten aushalten. Und hier wäre sogar schon der Boss. Den möchte ich aber ungern jetzt schon probieren, muss ich sagen. Ich kann euch sagen, bei Bossen, da sind immer so Türen. Und linke Statue ist immer Essen drin, rechte Statue immer Mana. Allerdings ist der für jetzt doch ein bisschen arg übel. Aber jetzt habe ich mich trotzdem treffen lassen. Das wollte ich nicht. Ich will gleich noch aufsammeln. Soll ich euch den Boss mal zeigen? Los, kommt Leute, wir haben 600 Gold, das ist für unsere Verhältnisse massig. Kidder, the Gatekeeper. Das Vieh hier ist unheimlich übel. Zumindest für Anfänger. Wenn ich jetzt ein bisschen stärker wäre... Ihr seht, ich habe dem Vieh selbst mit meinem relativ wenigen Leben schon halbwegs was abgezogen. Wenn wir ein bisschen stärker sind, dann kriegen wir den. Aber ich wollte nur euch einfach mal zeigen. So, jetzt haben wir viele Magier. Ne, dann nehme ich eindeutig Lady Bonnie die zweite, weil ich mag Magier nicht so. Vor allen Dingen nicht so einen riesigen, Lady Chun-Li, die hat ADHS, also sie bewegt sich schneller. Und Vertigo, alles steht auf dem Kopf und ist verkehrt rum und ne. Dann nehmen wir lieber PAD. So, Architekt oder Enchantress. Ich mach mal die Enchantress. Was die bewirkt, zeige ich euch nämlich gleich. The Enchantress can empower your body with magical runes, making you better, stronger, faster, jumpier. Find runes to increase her repertoire of body modifying talents. Her crystal ball is just for show. Also, sie wird uns stärker, schneller, besser und springender machen. Wir müssen nur ihre Runen finden.
Davon haben wir ja schon eine gefunden. Und ihre Kristallkugel ist nur zur Schau. Hier können wir jetzt Magier upgraden. Das möchte ich aber ehrlich gesagt noch nicht machen. Weil zuerst möchte ich mal gucken, ob wir hier eventuell was finden. Hello there. I could borrow your ear for a moment. I'm in need of your help. I used to be very powerful enchantress. We are very powerful enchantress. But one day, the monsters of this castle invaded my dreams and stole my knowledge. They enchased that knowledge and runes. And without those runes, I suck at my job. Please, hero, if you find any runes, bring them back to me and then I will sell it back to you at a profit. Ja, also, sie hatte einst unheimliche magische Kräfte, die wurden von den Monstern, die in ihre Träume eindrangen, in Runen versiegelt und wir sollen sie ihr zurückbringen. Dafür wird sie uns hier belohnen, indem sie uns das wieder zurückverkauft bei dir und sie macht daraus Profit. So, diese Vault Rune hier erlaubt es uns, einen Doppelsprung zu machen. Und gleichzeitig möchte ich aber hier für das Gold die Bounty Rune machen. Ach so, das braucht 350. Das kostet alles immer mehr. Ach so, Moment, beim Schmied. Der hat noch irgendwas für uns. Was hast du denn noch für uns? Ach hier, erhöht Magic, aber dafür möchte ich unser Geld nicht raushauen. Da schaffe ich uns lieber den Architekten ran. Der Architekt can lock a castle down and prevent it from change. Like the layout of a castle, lock it down. Just make sure you can afford his fees. Also, er kann das Schloss festhalten in seinem letzten Zustand. Aber wir sollen sicher sein, dass wir seine Dienste bezahlen können. Greetings, boy. Wanna know a cool fact? I'm crazy. This lever here? With a simple pull, I can prevent the castle from changing. This way you can go through exactly what your ancestors went through. Impressed? You should be. How did I build this fantastic contraption? With science. Of course, and magic. Mostly magic. But my skills aren't free. If I lock this castle, I will take 40% of all the gold you earn. Nee, wir machen das nicht. Jetzt haben wir aber noch 195. Können wir uns dafür echt nichts mehr leisten? Natürlich können wir uns für 195 noch was leisten. Wir könnten unseren Angriff erhöhen, Barbaren aufwerten. Das möchte ich später kaufen. Sobald wir das können, weil Barbaren aufwerten lohnt sich echt. Und ihr seht schon, dieser Doppelsprung ist echt cool. Ja, 15 Gold kannst du haben. Ich möchte nicht wissen, wie viel ich in 26 durchspielen dem in den Rachen geworfen habe. Das werden wir im Laufe dieses Spiels auch so viel noch ihm geben. Zack. Und ihr merkt schon, direkt wieder besser geworden, weil wir machen jetzt wieder etwas mehr Schaden, wenn wir jemanden schlagen. Ich muss mal dran denken, hier Kronleuchter und Vasen und sowas zu zerkloppen. Sagte er, und ich weiß, die eine Vase oben habe ich stehen lassen. Und wer jetzt aufgepasst hat, hat hier was blinken sehen. Hier ist nämlich eine Rune versteckt. Eine Grace Rune. Für die Chestplate. Und da gibt es wieder 10 Gold. Oh Gott. Feinmotorische Sachen wie solche Zielsprünge hier sind nicht meins. Ja, der Doppelsprung, der kann uns später mal echt nützlich werden. Soll ich es mal machen? Das hier ist ein Random-Teleporter. Er bringt uns einfach irgendwo hin. Und jetzt sind wir nicht mehr im Schloss, sondern im Turm. Der befindet sich glücklicherweise immer so ziemlich über dem Schloss. Das bedeutet, wenn wir zum Schloss zurückkehren wollen, sollten wir einfach immer nach unten gehen. Aber hier befindet sich ein Tagebucheintrag. Tagebucheintrag Nummer 2. All through I'm the eldest child. I'm not my father. Obwohl, das kann ich eigentlich übersetzen.
Also, obwohl ich das älteste Kind bin, bin ich nicht der Liebling meines Vaters. Ich hatte immer gewusst, dass er plante, mich mit nichts zurückzulassen. Aber wenn ich die Heilung finde, wird sich alles ändern. Der Sieger wird nicht mehr ernten als den Thron, bis er stirbt. Also bis zu, den Thron bis zu seinem Lebensende. Wie meine Vorfahren werden meine Frau und meine Kinder zurück in die royalen Quartiere ziehen können. Zurück in die königliche Stadt. Und wieder einmal werden wir mit dem Respekt behandelt, den wir verdienen. Nicht länger werden wir dem Gespött meiner Cousins ausgesetzt sein. Die anderen Dukes sollten sich verbeugen, wenn wir vorbeigehen. Aber ich schweife ab. Ich muss meine Prioritäten klar halten. Erobere das Schloss, finde die Heilung und erhalte meine Belohnung. Ja, der hat das gut durchdacht, der Kerl. Oh Gott. Er will halt nicht mehr im Schatten seiner Geschwister stehen, die ja sein Vater scheinbar lieber hatte. Ja, gut, das war vielleicht dumm, da hochzugehen. Also, den Teleporter zu nehmen. Der Turm war doch etwas gefährlich für uns. Hey, schon lieb, Priscilla und Kalb. Kalb hat ein eidetisches Gedächtnis. Und er haut Gegner weiter weg. Er ist ein Knabe. Oder Knappe. Knaves sind ja Knappen, kein Knaben. So. Für sie haben wir zumindest die neue Rune gesammelt. Das ist diese hier. Wie viel kostet die denn? Auch 300. Okay, die kostet gesamt 350. Aber wir können uns hier leider nichts leisten. Hat der Wolf mal wieder nicht hingekriegt, hier anständig Gold zu sammeln. Aber das wird schon noch. Einfach abwarten, Leute. Wenn wir hier weiter vorankommen, dann werden wir schon mehr als genug Geld kriegen. Zack. Ihr seht ja schon, wenn ich hier mal ein bisschen anständig spiele, dann kriegen wir hier auch ganz ordentlich Gold zusammen. Und wenn ich mich erstmal wieder eingespielt habe, dann sollte das alles überhaupt kein Problem sein. Weil früher habe ich das Spiel auch hingekriegt. Dann wird es ja jetzt auch kein großes Problem darstellen. Oder es sollte zumindest nicht. Böses Bild. Böse Jared. So. Zack, der Knockback ist schon irgendwo cool, weil man sich Gegner sehr viel leichter vom Hals halten kann. So, war unten noch irgendwas? Hier ist bloß der Durchgang hier rüber. Oh Gott. Ja, das sieht schon wieder klasse aus. Ne, da gehe ich woanders lang. Gefällt mir dann doch nicht so. Okay, da bin ich wieder zu hoch gesprungen. Nee, kein random Teleport. Zack. Oh, hier ist noch ein Bild. Böses Bild. Und ihr seht, der Stein unten ist ausgegraut. Das heißt, wenn wir klein, hätten wir theoretisch durchgehen können. Sind wir leider nicht. So. Wenn dieses Schloss mein Tod sein soll, dann nehme ich zumindest nochmal ordentlich Kohle mit. Hier ist aber noch die Kugel. Oh ja, kein Kämpfen. Soll ich es probieren? Kommt, ich probiere es. Und wir haben es. Ich habe die Rune. Vault Rune. Oh Gott, das Vieh hat einen Schlag ausgehalten. Damit habe ich nicht gerechnet. Immer diese Plankies. Warum bringen die uns auch dauernd um? Lady Lisa, Bane oder Miles? Oh, es ist so dunkel. CIP weiß ich nicht genau. Ach so, er fühlt keinen Schmerz oder sie fühlt keinen Schmerz. Und sie ist flexibel. Nehmen wir Lady Lisa. Und von unserem Geld, was kaufen wir uns denn? Mehr Magieschaden, mehr Leben oder mehr Angriff? Ich glaube, für den Anfang kaufen wir uns mal mehr Leben.
Und was kannst du? Nix. Ja, 350 Gold, nee, irgendwo. Was haben wir denn neu? Ach hier. Ach so, das ist einfach nur die Doppelsprungrune, dass wir die auch nochmal im Helm haben können. Weil wir können natürlich bloß pro Kleidungsstück eine Rune tragen. So, und jetzt sollte ich mal ein bisschen konzentrierter hier arbeiten. Das ist natürlich jetzt hier der Paladin. Ein relativ ausgeglichener Charakter. Verdammt, da hat er nicht rechtzeitig geschlagen. Aber nicht mein Liebling. Der Doppelsprung ist so eine Genugtuung, wenn man den erstmal richtig beherrscht. Böser Zombie. Zack. Zack. Verdammt, da habe ich mich jetzt treffen lassen. Das war dumm. Ups. So. Kein Fake-Bild. Ich glaube, ich gehe nach oben. Der Weg hier ist mir zu unsicher. Oh. Ja, hier wird wieder scharf geschossen. Ich weiß. Natürlich warst du ein falsches. Bin schon wieder kurz vor meinem Tod, ne? Aber immerhin gehen wir hier nicht ganz leer raus. Habe ich doch gesehen, dass du böses Fake-Bild bist. Ich könnte ein bisschen Gold gebrauchen. Ein bisschen Gold, ein bisschen Leben, meinte ich. Böser Zombie. So, Leben. Nee. Schlimmes Auge. Von einem Visionär wurden wir hier umgebracht. So, und beim nächsten Mal spielen wir mit Lady Misu, würde ich sagen. Lady Misu, rette uns. Ich kann die Barbaren immer noch nicht ver... Kostet 400. Ja, hör ich mal unsere Angriffskraft. So, Leute. Lasst mir jetzt erstmal einen Kommentar da, einen Daumen nach oben und beim nächsten Mal machen wir ja richtig weiter. Bis dann. Euer Wolf.